Sehr geehrter Herr Präsident, unsere Dringlichkeitsentschließung zur Lage in Syrien richtet heute den Fokus auf zwei wichtige und dringende Probleme. Erstens den Angriff der Terroristen des sogenannten Islamischen Staates auf die antike Wüstenstadt Palmyra, die zu den wichtigsten Städten des Weltkulturerbes im Nahen Osten gehört. Zweitens, wir fordern die Freilassung von Mazen Darwish und seinen Mitstreitern aus der Haft des syrischen Assad-Regimes. Sein Fall steht exemplarisch dafür, was das Europäische Parlament für die Verteidigung der Menschenrechte tun kann. Als Europaabgeordnete haben wir die Möglichkeit, gezielt öffentlichen Druck aufzubauen. Ein solcher Druck kann manchmal eben dazu entscheiden, für die Opfer von politischen Repressionen hier mehr Freiheit zu erlangen. Mazen Darwish befindet sich bereits seit über 3 Jahren ohne Gerichtsurteil in Haft. Nun hat seine Dringlichkeit eines Falls noch einmal sich erhöht. Er wurde an einen unbekannten Ort verschleppt. Seine Angehörigen haben seit dem 3. Mai 2015 keinen Kontakt mehr zu ihm. Der Fall von Mazen Darwish steht stellvertretend für die brutale Repression der friedlichen Opposition durch das syrische Regime, über das Russland immer noch seine schützende Hand hält. Präsident Assad verfolgt systematisch Menschenrechtsaktivisten und unabhängige Journalisten. Ich möchte heute auch die Menschen und Organisationen erwähnen, die sich seit Jahren für die Freilassung von Herrn Darwish einsetzen und mit denen wir Seite an Seite stehen. Als allererstes seine Ehefrau Yara Bader, mit der wir zur Vorbereitung der heutigen Entschließung in engem Kontakt standen. Aber auch außerdem die Organisation Reporter ohne Grenzen, Amnesty International, Human Rights Watch, die zusammen mit anderen eine Webseite für die in Syrien gefangenen, gehaltenen Menschenrechtsaktivisten betreiben. Aber auch erwähnen möchte ich die Mazen Darwish erwähnte sozusagen Unterstützung im Kampf für die Menschenrechte mit geehrt haben. Dazu zählen der Preis der 16 Lutherstädte, das unerschrockene Wort, der UNESCO World Press Freedom Prize, der Bruno Kreisky Preis für Menschenrechte, aber auch der Pinter Preis des PEN Clubs. Herzlichen Dank.